Ja, hallo Soulsystembewohner, da bin ich wieder, euer Bancake28, und ich habe mitgebracht Stellaris von Paradox. Ist jetzt für mich schon über eine Woche her, als ich letzt den Spielstand angepackt habe. Ich habe euch gesagt, es kommen hier immer wieder partiell Folgen, und für mich ist kurz vor Ostern. Für euch sage ich dann schon mal vor Ostern, für alle, die das Video jetzt halt über die Ostertage noch sehen. Ich habe ja ein paar fleißige Zuschauer hier auf dem Kanal, die auch wissen wollen, wie es weitergeht. Und da bin ich auch völlig bei euch. Bin zurzeit auf ein Projekt eingeschränkt, ein bisschen von der Zeit einfach, Leute. Tut mir sehr leid, muss ich ein bisschen abwägen, was ich als nächstes mache. Ja, ist immer keine leichte Entscheidung. Oh. Mal gucken, was passiert ist. Nach vielen Wochen des Studiums haben unsere Sprachexperten die Bedeutung der auf Yandus 6a gefundenen Dokumente ermittelt. Bei den Dokumenten handelt es sich um philosophische Gedanken einer berühmten Gelehrten, die nun als Telisa, die Geschichtenerzählerin, bezeichnet wird. Ihre Lehren haben uns Einblicke gewährt, wie man bessere politische Resultate erzielen kann, indem man verschiedene Gemütsverfassungen anwendet und bedeutendere Fragen als Reformkurs setzt. Gewährt den Zugriff in Reichserlass Lehren der Meisterin philosophische Denkweisen. Oh, das finde ich interessant. Schön. Kurze Pause. Das wollen wir doch mal gerne machen. The Demographics tab tracks the makeup and spread of our empire's populace. Vier Roboter haben wir schon. Sand. Meine Güte, jedes Mal muss ich mich da wieder ein bisschen reinfuchsen, um das Richtige zu finden. Halt, das ist doch die Richtlinie. Da, die Erlasse. Ja. So, was haben wir denn Einfluss da oben? Okay, 343 Lehren. So, und das macht Dauer 12 Jahre, Forschungsgeschwindigkeit, Sozial 10%, Anführeralternativen plus 1. Peng. Ich mach das einfach, finde ich mega super. Was macht das da, wenn ich die 90 ausgebe dazu? Forschungsgeschwindigkeit 10% erhöht, wird gemacht. Vergesse Energie. Nee, mache ich jetzt nicht. Nee, das mache ich jetzt auch gerade nicht. Soweit, so gut. Ein paar Boni mal auch einsetzen. Ist mir da letzt eingefallen. Solltest du auch mal machen, ne? Du kannst es tun, dann mach's auch. Ich vergesse jetzt sowas zu gerne, ne? Ja, ja. Oho, was ist denn das? Aha, faszinierend. Also, ein kropolitischer Asteroid. Es ist zwar schwer zu akzeptieren, aber alles deutet darauf hin, dass der Asteroid ein Kropolit ist. Ein Stück versteinerter Fäkalien einer riesigen Lebensform. Es scheint fast 1 Milliarde Jahre alt zu sein und ein Großteil des ursprünglichen organischen Zusammensetzung des Fossils ist von mineralischen Vorkommen ersetzt worden. Unsere Wissenschaftler sind ratlos, von welcher Art von Kreatur so etwas wohl stammen könnte. Bemerkenswert, wir haben im All einen riesigen Haufen versteinerter eine 21er Kontinentalwelt gibt es hier. Pause. Bäm. Die ist weitaus größer als die Erde. Eine giftige Welt ist ihr Mond. Aha. Ja klar, gefährliche dichte Dschungel haben die, heiße Quellen, erzerarbeitete Klippen, reiche Hochebene, trockenes Holz und fruchtbares Land. Padapem. Wie weit ist das weg? Nein. Das ist viel zu weit von uns weg. Da kommen wir ja hier hin. Aber das wäre, wenn ich mich da durchschnetzle, dann habe ich einen direkten Grenzkonflikt mit den anderen. Nein. Ah, ich hätte hier mit diesen Mafia-Pilzen ein Problem, wenn ich mich da vorbeischnecke. Aber im Grunde könnte ich es. Oh, wir haben ein Nahrungsproblem. Survey complete. Dem wollen wir mal ein bisschen
entgegenwirken. Special Project complete. So, weiter geht's. Kristallwesen sind unzerbrechlich. Die Kristallwesen, ein Name, der einen Kompromiss zwischen rivalisierenden Fraktionen von Xenobiologen und Xenogeologen auf Semewu darstellt, sind wahrlich lebendig. Sind wahrscheinlich lebendig, Entschuldigung. Den Konflikt in der Wissenschaft kann ich gut nachvollziehen. Eine frühere und vielleicht aussagekräftigere Bezeichnung für sie lautet belebte Silikatmaterie, denn sie haben mit biologischem Leben kaum etwas gemeinsam. Sie sind Einzelwesen und einzelne Kristallsouveräne werden kaum mit mehr als einem Wächter und einem kleinen Kohortenwesen gesehen. Abgesehen davon, dass die Kohorte und der Wächter dem Souverän der Gruppe eindeutig untergeordnet sind, verstehen wir die feinen Nuancen der sozialhierarchischen Beziehungen der Kristallwesen nicht. Die Wesen scheinen sich nicht zu paaren und bisher konnten wir keine Kristalle beobachten, die erkennbar älter oder jünger als andere sind. Im Gegensatz zu einer früheren Hypothese scheinen die verschiedenen Farbtöne individueller Kristallwesen nicht mit ihrem Alter, sondern mit ihrer latenten inneren Spannung zusammenzuhängen, die sie bei Bedarf blitzartig freisetzen können. Es scheint außerdem so, als würden die sporadisch Fluktuationen in dieser Ladung die lichtbrechenden Eigenschaften des Kristalls verändern. Das klingt möglicherweise nützlich. Und die Frage wird gestellt, was für eine militärische Anwendung haben sie? Gegossene Kristallplatten, 50%. Das machen wir nicht. Das klingt möglicherweise nützlich, überlege ich mir. Der Modifikator Kristallfokus mit den folgenden Effekten wird hinzugefügt. Energiekredits von... Ja, Geld wird man immer gebrauchen. Nutzen wir nicht für das Militär. Das kann ich euch auch gleich erklären, wieso. Gerade einen Moment. Naja, jetzt ist egal. Wir sind egalitär, wir sind militaristisch und wir sind materialistisch. Der Fokus liegt mehr auf dem Egalitären und dem Materialistischen, also der Forschung und, ja, wie ihr sehen könnt, eine sehr, selbstbestimmten, gleichberechtigten Bevölkerung. Und aufgrund dieser Tatsache ist nicht immer dem Militär die allererste Wahl, die wir treffen. Ne? Auch wenn wir diese Kristallplatten recht gut auch hätten gebrauchen können, ja, rein theoretisch. Aber in dem Fall möchte ich das nicht. Nee, das kostet mich alles zu viel. Obwohl es wahrscheinlich auch einen Nutzen bringt. Anomaly detected. Hau raus. Construction complete. Bauen wir mal unsere Sol-System-Station vollständig aus. Sowas stört mich ja immer, wenn so ein System so unfertig ist. Und in der Mitte steht. Und es stört mich sogar derartig, dass ich jetzt da sogar das noch ausbaue. Ein Sonnensegler. Ja, ein Schiff wird da gefunden. Einsam mit einem Sonnensegel. Ne? Das gurkt da durch die Gegend. Ist jetzt nicht so die spannendste Anomalie. So. Das ist eine Stufe 8er Anomalie in dem System. Bancake hat Level 5. Das könnte riskant sein. Ich guck mal ganz kurz, was es war. Ja, das werden die schon schaffen. Das ist ein Anzeichen, das dauert halt ein bisschen länger. Da wollen wir mal gucken. Erforsch das mal. So, Überlichteinschlag. Ein gewaltiger Krater auf Imprimakusukus 2a scheint
von der Kollision mit einem Raumschiff zu stammen. Aufgrund der Größe des Kraters vermuten wir, dass es ein Schiff, das im Hyperraum gesprungen ist, den Mond aus unbekannten Gründen vor ungefähr 10.000 Jahren gerammt hat. Die Newton hat in der Nähe der Absturzstelle Reste von Hyperraumechos erfasst, die einem kollabierten Hyperraumfeld entsprechen. Da das Schiff aber beim Einschlag pulverisiert wurde, kann diese Theorie nicht verifiziert werden. Ist trotzdem bemerkenswert. Autsch. Naja. Das war dann schnell vorbei. So, wie weit ist denn unsere... Oh nein, unsere Kalenkenflotte ist noch im Sumpf. Und es wird ewig und 30 Millionen Jahre dauern, bis sie dort durch ist. Und der ist sogar ein bisschen... Der Crushing ist sogar noch ein bisschen vorne dran. Das meine ich, dieses System ist der Albtraum. Wir brauchen eure Schiffe Ewigkeiten, bis sie da durchnavigiert sind. Technology discovered. Das ist gar nicht so schlecht. Das modulare Bauwesen lacht mich jetzt wirklich an. Die Baukosten der Zerstörer waren natürlich auch nicht schlecht. Leonia, da wird es jetzt ausgetauscht. Weltraumkunde kommt jetzt wieder Vita hinzu. Leonia darf wieder einen Außeneinsatz. Construction complete. Ach, jetzt geht mir schon besser. Survey complete. Also das mit dem Ressourcenspeicher ist jetzt so langsam ein bisschen ärgerlich. Ja, die parken da alle, ne? Ja. Construction complete. Ist halt eine mega Verschwendung, Forscher so lange da rumstehen zu lassen, aber die Flotte muss halt erstmal da hinkommen. That's the problem. Anomaly detected. Survey complete. Aha, ein Level 7er Anomalie. Bodenscan von Bolter 1 deuten darauf hin, dass massive Höhlen unterhalb des Planetenunterflächens sind. Sie könnten eine Untersuchung wert sein. Das ist Level 7. Ja, lass es erstmal in Ruhe. Ja, das wäre auch ein Stellarium, hat sich aber recht gut ausgedehnt, würde ich mal behaupten. Anomaly detected. Construction complete. Ein Erlass ist abgelaufen, okay. Ne, so eine Recycling-Kampagne kannst du nochmal machen. Und die Bildungskampagne ist auch nicht verkehrt. Wir haben die Energie-Credits dafür. Oh, hier ist die Bevölkerung weiter angestiegen und wir könnten neue Dinge tun. Na,
Ich glaube, ich würde mal so ein Ressourcensilo bauen. Das ist nicht verkehrt. Ja, das nehmen wir mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist oder nicht. Gerade eine Sekunde, Leute. Ich bin gleich wieder zurück. Und schon bin ich wieder da. Für euch wieder nur ein Rückler im Bild maximal. Ja, ich weiß nicht, ob das Ressourcensilo jetzt die beste Idee ist, aber mich nervt immer das Gepinge. So, das ist schon mal hier. Hier hat sich auch nochmal was aufgetan. Genau, hier können wir auch noch was bauen. Das sollen wir noch mehr Roboter machen. Das war jetzt aber Eden. Die machen wir mal. Da bauen wir mal Hydrokulturfarm rein. Einfach aus so einem Gefühl heraus. So, jetzt zunächst einmal geht's weiter. Die Lösegeldmafia haben wir hier. In einem sanften Orbit um Volta 2 treibt eine Notfall-Sendeboje. Senderboje, Entschuldigung. Ihre äußere Hülle wurde anscheinend durch Treibschüsse oder eine starke Explosion schwer beschädigt. Es könnte sich um ein varanisches Modell für Zivilschiffe handeln, das im Falle des Zusammenbruchs der Kommunikationssysteme automatisch abgesetzt wird. Durch das Ausmaß der Schäden ist das aber unmöglich festzustellen. Die Boje wiederholt immerzu ein schwaches verzerrtes Signal. Ich kann jetzt Übertragung bereinigen oder das könnte eine Falle sein, am besten in Ruhe lassen. Nein, die Übertragung bereinigen. Wenn es sich dabei um Notruf handelt, werden wir darauf reagieren müssen. Special Project complete. Die Lösegeldmafia, SOS. Die Boje ist definitiv von varanischer Bauart und das gesendete Signal konnte stabilisiert werden. Ja, klar. Varanische Behörden, identifiziert euch. Eingehend Übertragung, varanische Gefangene. Hallo, hier spricht der Kapitän der Luxion, einen zivilen varanischen Transporters. Ehemalige Kapitän, meinte ich. Die Luxion gibt es natürlich nicht mehr. Wir wurden von Piraten geändert und dann gefangen genommen, bevor sie das Schiff sprengten. So, wer hat euch gefangen genommen? Ich glaube, sie nennen sich Lösegeldmafiosi. Die Lösegeldmafia, wie auch immer, sie sind ein schlimmer Haufen. Und wenn sie nicht gedacht hätten, dass sie von dem varanischen Szenarium irgendwas für uns kriegen würden, wären wir schon längst tot. Ich habe sie belauscht, als sie über ihre Forderungen diskutierten. Ja, wir werden euch retten. Oh, vielen Dank. Danke, Archon. Wir werden in einer Art Raumstation festgehalten, aber abgesehen davon habe ich keine Ahnung, wo wir uns befinden. Ich werde die Übertragungsintensität jetzt schlagartig hochdrehen, was euch ermöglichen sollte, die Position dieses Gefängnisses von der Notfallboje zu triangulieren. Ja. Okay. Alles klar. Das ist ziemlich weit weg von der Heimat. Okay, da muss ich ja eh nochmal hin. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt zeitkritisch ist. Ich hoffe es zumindest nicht. Also hier soll das sein. Okay. So, verlassenes irisianisches Schiff. Für über 1 Million Jahren wurde ein irisianischer Kreuzer in einem engen Umlaufbahn um Isius 5a aufgegeben. Das sich langsam drehende Schiff zeigt keine offenkundigen Anzeichen für Waffenschäden. Außerdem sind sämtliche Rettungskapseln vorhanden. Wie zu erwarten war, können aus dem Schiffsrumpf keine Energiesignaturen erfasst werden. Bemerkenswert. Gut, als weiter geht's. Ich muss mir erstmal den Weg mit unserer Flotte freiboxen, die sich übrigens immer noch in diesem Sumpf befindet.
dürfen nicht einfach getrennt voneinander reinspringen. Deswegen habe ich jetzt Einzelbefehle gegeben. Weil ich glaube, ja, das ist unser Kern. Ja, die ist schon wesentlich weiter. Ja, die ist nämlich schon angekommen. Gut, dass ich das noch bemerkt hätte, sonst hätte ich jetzt da dieses Schiff mit 433 Kampfkraft da ganz alleine reingeschickt. Das wäre nicht so clever gewesen. War aber mal wieder so ein Glückstreffer von Bankcake. Special Project complete. Mhm. So. Okay, da können wir auch ein Gebäude machen. Und ihr bekommt jetzt so ein Verwaltungsgebäude einfach hingestellt, weil mir fehlt schon wieder Verwaltungsbereich hier. Ja. Das ist nicht das Coolste, was ich machen wollte, aber gut. Weiter geht's im Text. Im irasianischen Kreuzer im Orbit um Isius 5a befinden sich die sterblichen Überreste seiner gesamten Besatzung. Die meisten von ihnen starben an den javorianischen Pocken, die später zum Aussterben der Irasianer führen sollten. Einige Besatzungsmitglieder aber wurden bei dem Versuch, die Rettungskapseln zu erreichen, von Wachsoldaten niedergeschossen. Den geborgenen Protokolldateien zufolge gab der Kapitän strenge Befehle aus, um das Schiff nach dem offensichtlichen Ausbruch der Seuche unter Quarantäne zu stellen. Das ist traurig und ein interessanter Fund. Gut. Dann hätten wir das auch geklärt, die Nummer hier. So, Bandcake, was kannst du als nächstes machen? Ja, komm. Wenn du es jetzt nicht machst, macht's keiner. Ja, dann dauert es halt ewig, aber bringt ja auch nichts, wenn ich nicht meine Flotte in Position habe. So, das sind die beiden schlafenden Forschungsschiffe, ja. Und da ist auch unser Hauptschiff. Hat es denn unsere kleine Flotte jetzt endlich mal da rausgeschafft? Meine Güte, die Antriebe sind halt hier in dem Moment ganz schön. Ja, Dune wird jetzt established und das wird auch nicht die einzige Welt sein, die ich establische, sondern als nächstes folgt die aride Welt hier mit 23, glaube ich. Ich gucke sie mir gerade nochmal an. Ja, die ist mehr als nur ein bisschen okay. Was hatten die denn da so ein bisschen? Faszinierend. Ach toll. So, da gehen wir auf jeden Fall hin. Nur nicht wir persönlich, weil mir mögen diese heißen Welten überhaupt nicht. Hier, Caesar 3, die meine ich übrigens. Ne? 23er Welt, auch ein Riesenbrocken. Ne? Kann man mit der Erde schon gar nicht mehr vergleichen. Und auch wegen der Gravitation und vielen anderen Faktoren werden wir auf diese Welt erneut unsere Freunde hinschicken. Und zwar die Rukari. Ja, schon wieder eine Rukari-Kolonie. Das Migrationsabkommen bringt mir halt einfach diesen Vorteil halt, ja, dass ich jetzt noch mehr Welten anschließen kann, auch wenn ich nicht die Varan verbreite. Ja. Ist okay so, aber dann wird es so langsam knapp mit dem, was ich erlaube, ja, was die Fremden, sag ich jetzt mal, noch angeht. Ja, diese andere Spezies, sage ich mal. Ne? Ich tue mich ja auch langsam vorschnecken, ja, obwohl ich diesen Planeten hier extrem toll finde, ja, diese kontinentale Welt. Ganz klarer Fall. Ja, und es ist die Bergbauwelt und die kriegen erst einmal aus Legierung neue Roboterbewohner. Okay, die haben aber keine Legierung, die sollen irgendwas eigentlich. Warte mal, ich muss mal ganz kurz überlegen. Ja, da kommt die Legierungsgießerei auf jeden Fall hin. Ja, sie sind endlich am Zielort angekommen. Ich verstehe immer noch nicht, warum diese Flotten nicht zusammen. Crushing Star Hunters kann nicht mit einer anderen Flotte verschmolzen werden. Das ist echt schade. Okay, wo haben wir sie zuletzt gesehen in dem System hier? Dann wollen wir mal loslegen. Euch auch noch ein bisschen Action bieten.
So, Kavums macht's. Wir sind angekommen. Wer ist denn hier? Aha. We can learn more about them and maybe was zur Hölle? First contact by completing the appropriate special project. Oh, das ist ja faszinierend. Untersuchen. Wer sind die denn? Alienschiff? Die Zain. Zain-Aliens. Wieso kann ich die nicht untersuchen? Keine Ahnung. Weil die sehen jetzt ja aus wie so ein Generationenschiff. Voll interessant. Na schade irgendwie. Keine Ahnung, was es mit denen auf sich hat, aber das finde ich ja mal mega cool. Hatte ich jetzt auch noch nicht in dem Spiel, dass da so schon ein Schiff rumgammelt, aber das sieht mir halt schon aus wie so ein Generationenschiff. Keine Ahnung, wohin die unterwegs sind und wer die sind. Eins ist schon mal klar, unsere Flotte hat hier jetzt schon mal den Kampf mit diesen komischen Roboterminen. Mining-Bots. Und wir hoffen, da auch Erfolge erzielen zu können, in der Form, dass wir die schnell besiegen. Ne? Oh, ich will nicht so viele Verluste, Mann. Sehr schön. Das macht ihr bitte auch noch kaputt. Technology discovered. Gut, auch zerstört. Unsere Flotte war erfolgreich. So. Okay. Das heißt jetzt auch... Darin. Einmal hierher. Hat lang genug gedauert. Und dann kann unsere Flotte wieder zurück ins Sol-System und wird dafür ewig wieder brauchen. Aber ich musste einfach das freiräumen, auch wenn es jetzt ewig gedauert hat. Von hier aus können wir jetzt ja wenigstens ein bisschen weiter erkunden und ich hoffe auch, dass wir in die eine oder andere Ecke kommen und nicht schon wieder auf so einen Widerstand stoßen. So, die Disruptoren sind fertig geworden, das freut mich sehr. Muss halt später mal irgendwann mal wieder die Schiffe aufwerten und so weiter. Oh, die UV-Laser gehen, die hätte ich natürlich auch gern. Was kann das da nochmal? Ja, das brauche ich jetzt nicht. Dann nehmen wir den UV-Laser. Hier ist wieder ein Partikelspezialist gefragt, den wir nicht haben, wenn ich mich richtig entsinne. Wow, es geschehen noch Zeichen und Wunder. So, dann dieses Schiff ist hier. Okay, das da. Aha. Da habe ich ja gesagt, mache ich noch ein bisschen langsam. Construction complete. Wir hätten auch nichts gegen diese Mining Drones verloren. Insgesamt nicht. Gut performt Musseltoff wieder mit seiner Flotte. Special Project complete. Okay, jetzt wissen wir auch, um was es sich dabei handelt. Oder zumindest mal. Ne? Also, uralte Bergbaudrohnen. Nach den Berichten über die Weltraumdrohnen aus manchen Systemen ist nachgegangen worden. Bei den Drohnen scheint es sich um die Arbeiter und Verwalter einer autonomen Orbitalbergbauunternehmung zu handeln, die hier vor Jahrtausenden ihren Betrieb aufgenommen hatte. Oder hat, Entschuldigung. Dem Zustand der Verarbeitungsausrüstung nach zu schließen, scheint die Besatzung aber schon bald darauf abgezogen zu sein und die Drohnen allein zurückgelassen zu haben. Ihr Zweck, der Abbau von Ressourcen, ist offenkundig. Nicht aber, wer sie mit ihren Aufgaben betraut hat. Es ist
ist mehr als eindeutig, dass diese Systeme schon seit Hunderten, wenn nicht Tausenden Jahren keine Mineralienlieferungen mehr verlassen haben. Die Drohnen mögen zwar alt sein, aber die Varane Stellarium sollte sie keine Sekunde lang aus den Augen lassen. Ein Horchposten auf Simovo einrichten. Mhm. Ausstellung des Spezialprojekts Drohnenstudium. Wollen wir doch mal gucken. Erforschen. Das kostet zwar 27 Monate, aber das will ich erforschen. Ist bestimmt nützlich für uns. Technology discovered. Ach, da kam das Signal her. Ach Gott, nein. Das ist ja, weiß der Geier wo. Dass ich da meine Flotte hinschicken kann. Oh, das Kolonieschiff ist fertig. So, ach nee, komm, wir schreiben es gescheit. Das ist die Welt Kronos. Halt, nein, die habe ich doch schon. Falsch, Pancake. Du hast schon eine Welt Kronos und du hast sie schon mit Z geschrieben. Meine Güte, was ist denn mit dir los? Hm. Das ist jetzt die Welt Apophis. Survey complete. So. Gebirgszüge kann man entfernen. Einflusskosten, Ansprüche, halt Kriegsbeseitigung von dem und die Geheimnisse des Lebens. Nee, das brauchen wir jetzt nicht. Dann machen wir kurz die Flottenkapazität von Soldatenjobs plus 2 und der Schaden von Verteidigungsarmeen. Den erhöhen wir jetzt mal. Das ist gar keine schlechte Sache. Aha. Die Rokari haben sich weiter ausgedehnt. Die machen uns bald schon hier die Tür zu, wenn ich es richtig sehe. Dann sind wir da oben in der Ecke eingepfercht. Noch haben wir ein bisschen Platz, deswegen habe ich auch den Fokus jetzt hier. Das haben wir eh safe und die Richtung müssen wir mal schauen. Ich habe die Meldung Survey is complete gesehen. Und dann gehst du mir bitte in diese Richtung System erkunden. Das Rokari-Regime hat hier auch Schiffe. Gut. Dann würde ich sagen, kurzer Stopp. Ja, der Ressourcenspeicher nervt mich schon wieder. Der hat auch das Ressourcensilo jetzt erstmal nichts gebracht. Macht auch nichts. Also mir macht es einen Riesenspaß weiterhin. Ich hoffe euch auch. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ne? Und bis zum nächsten Mal. Euer Pancake28. Und oh, ich habe es ganz vergessen. Eine gute, fröhliche Sternreise euch noch.